Da lang. Falsche Richtung. Da. Hier? Lissop, dem Knirps geht es wieder gut. Wirklich? Es tut mir so leid, dass er sich verletzt hat, nur weil ich ihn kurz aus den Augen gelassen habe. Ist schon okay, die Wunde ist versorgt und ihm geht es wieder gut. Ich sollte mich bei dir bedanken. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du den Kindern so viel beibringst. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Hey, Gott Lissop, zeig uns doch jetzt mal, wie man einen Roboter baut. Ich will so einen wie Frankie bauen. Oh, du hast Geschmack, Knirps. Ich bring dir alles bei, was du wissen musst, um ein völliger Spinner zu sein. Yay. Lässt du das wohl bleiben? Das ist absolut nicht nötig. Wo ist das Problem? Könnte eines Tages mal ganz praktisch sein. Niemals. Ignoriere sie einfach. Dann. Sonst sind wir noch den ganzen Tag hier. Hast du nicht gesagt, du gehst ins Zentrum von Stahlstadt? Stimmt. Ich mache mich gleich auf den Weg. Aber vorher, Frankie. Yo. Bring ihm nicht bei, sich wie ein Spinner zu verhalten, kapiert? Oh, seit wann ist dann so gebieterisch drauf? Bis später, Leute. Jo, dann und die Crew nach Stahlstadt reisen. Aber haben wir hier nicht noch irgendwo was, wo wir abschließen haben? Einmal kurz zur Sunny, Quest annehmen. Ach, Lor ist hier. Hey, Stroth. Giraffi, du siehst... Dich sieht man nicht allzu oft bei der Sunny. Und, was willst du? Ich habe etwas auf der Himmelsinsel zu erledigen. Folge mir. Du hast davon gehört, oder? Es ist eine Insel, die über diese dieser schwebt. Es gibt eine Menge Dinge, die ich dort überprüfen muss. Hm? Die Weltregierung muss die Position der Himmelsinsel kennen. Die Weltregierung? Warum sollte sie sie kennen? Sie haben tonnenweise Informationen über die Himmelsinsel gehortet. Das ist unsere beste Chance, ihre Position zu erfahren. Klingt irgendwie interessant. Ich werde dir helfen. Dann ist es abgemacht. Sobald wir wissen, wo genau das Gefängnis ist, kann uns die Omnikanone dorthin bringen. Oh, wir werden also die Omnikanone benutzen? Ja, aber es wäre eine Riesenzeitverschwendung, wenn wir am Ziel vorbeifliegen. Deswegen brauchen wir die genaue Position. Okay, verstanden. Wie lautet der Plan? Es ist ganz einfach. Wir durchkämmen die Insel nach CP-Agenten. Und wenn wir welche finden, braten wir ihnen eins über und quetschen wir sie nach der genauen Position aus. Klingt echt einfach, ich bin dabei. Aber wie findet man einen CP-Agenten? Das sind die, die ganz in Schwarz gekleidet rumlaufen. Ich habe sie häufig in Gruppen operieren sehen. Üben in Schwarz, verstanden, Truffy. Sehen wir mal, wer sie zuerst findet, Truffy. Daraus einen Wettbewerb zu machen, wäre Zeitverschwendung. Jetzt kommt es darauf an, schnell die Position der Himmelsinsel von ihnen zu erfahren. Alles klar. Die wurden auf dem Friedhof und in der Umgebung gesehen. Da solltest du anfangen. Fangen wir an, wenn du bereit bist. Ja. Alles klar. Friedhof und Umgebung, ne? Sagte der. Da ist auch noch eine andere Quest. Um die kümmern wir uns aber später. Wir gehen jetzt erstmal nach Stahlstadt und bevor wir weitermachen, holen wir uns erstmal die Quest hier unten ab. In die Richtung lieber. Nachher aktiviere ich das noch. Richtiger Weg, ne? Frankie! Buffy, da liegt ein Brief an dich auf dem Deck der Sunny. Ein Brief ist vom Himmel gefallen? Vielleicht war es eine Brieftaube oder sowas. Ein Geheimnis der Regierung ist in der Kristallschlucht verborgen. Lüfte es. Frag mich, worum es sich da wohl handelt? Da steht, die Weltregierung würde etwas verheimlichen.
Aber der Absender hat natürlich seinen Namen weggelassen. Das ist ein echt verdächtiger Brief. Vielleicht hat die Taube ihn dann beim falschen Empfänger abgeliefert. Nein, als Adressat steht hier eindeutig Waffi. Oh, Jan, du hast uns gehört. Waffi, würdest du dir wohl mal den Ort ansehen, der in diesem Brief erwähnt wird? Meine Landsleute machen lieber einen Bogen darum. Aber in letzter Zeit häufen sich Berichte über sehr verdächtige Personen, die sich dort herumtreiben. Wer auch immer den Brief geschickt hat, war wohl wegen irgendetwas beunruhigt. Einmal umsehen? Kein Problem. Jo, ich bin diese Woche voll auf starker Mann. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Jo. Sag ich Bescheid, aber erst einmal, ne? Haben wir hier noch was zu tun. Nami, ist es wahr, dass du umhergelaufen bist und rumgeschnüffelt hast? Was? Wovon redest du? Du nicht so unschuldig. Du hast dich nach den Tresoren und Lagerhäusern auf der Marinebasen erkundigt, oder etwa nicht? Du verstehst das völlig falsch. Ich wollte nur die Bewohner dieser Insel besser kennenlernen. Ach wirklich? Du hast also nicht vor, die Schätze dieser Insel zu stehlen? Wie kannst du so etwas sagen? Also, vielleicht habe ich mein Interesse daran ein- oder zweimal im Gespräch erwähnt. Nami, ich habe die Anzahl der Schatzkarten im Lagerhaus auf der Basis gezählt, ganz wie du es wolltest. Der absolut schlechteste Zeitpunkt. Hi Nami, ich habe mir die Tresore auf der Basis angesehen und nachgeschaut, wie viel Geld sie für Belohnungen zur Seite legen, so wie du es wolltest. Jetzt solltest du dir ungefähr ausrechnen können, wie viel Geld insgesamt vorhanden ist. Danke ihr beiden, das war sehr nett von euch. Nami! Immerhin bist du sehr beschäftigt, oder? Und wir sind gut darin, nach Schätzen zu suchen und uns um Kopfgelder zu kümmern. Also, ich wollte nur helfen. Irgendetwas ist hier ziemlich faul. Hier, meine liebe Jan, zornig bist du genauso hübsch wie bei guter Laune, aber du wirst dich besser fühlen, wenn du etwas Leckeres trinkst. Ich habe auch etwas für dich, Nami. Danke. Sanji, ich will auch was zu trinken. Und Fleisch. Oh, als wären sie alleine auf der Welt. Da fällt mir ein, hat jemand Zoro gesehen? Er hat gesagt, er wollte angeln gehen, aber er ist noch nicht wieder da. Ich schon wieder Zoro suchen. Nicht schon wieder, Spinatschüttel würde sich auch in einer Einbahnstraße verlaufen. Ich mach mal eine Runde über die Insel und halte nach ihm Ausschau. Hä? Keine Sorge, ich werde nachsehen. Nein, Nami, bleib hier. Ich muss etwas mit dir oh nein, das tust du nicht. Mist, sie hat mich gesehen. Okay. Okay, alles klar. Auch und die anderen. Hier lang. Warum hat der jetzt das Gum-Gum-UFO nicht gemacht? Das wüsste ich einmal gerne, du. Hier ist irgendwo eine gelbe Truhe. Tatsächlich? Soll hier denn eine gelbe Truhe sein? Naja. Zoro, Brook, vielen Dank. Ihr habt sich vor den Piraten beschützt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich habe nicht viel, was ich euch anbieten kann. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Ich hab sie einfach nur umgehauen, weil sie im Weg standen. So, das. Oh. Gut wieder. Wäre wirklich unhöflich, dein Angebot abzulehnen. Ich akzeptiere voller Demut. Dein Blick auf sein Höschen reicht mir völlig. Nein, kommt nicht in Frage. In dem Fall, sag mir doch bitte, wo es zum Meer geht. Ich möchte angeln. Zum Meer? Das Meer liegt im Norden dieser Stadt. Geh einfach die Straße zurück, auf der du hergekommen bist. Was zur Hölle machst du da, Zoro? Wollen wir sie auf unserem Weg zum Meer begleiten? Solange wir uns dabei nicht alle Knochen kaputt laufen. Denn wenn wir das täten, wäre von mir nichts mehr übrig. Okay, das wäre toll. Danke euch beiden. Ja. Wow, deine Crew kann wirklich tun und lassen, was sie will, hm? Stimmt genau. Du lass jetzt vielleicht, aber du bist der größte Freigeist von allen. Natürlich. Immerhin werde ich der Piratenkönig. Piratenkönig?
Willst du über alle herrschen oder sowas? Wovon redest du? Ich will über gar nichts herrschen. Ich werde einfach der aufgeschlossenste Piratenkönig, den das Meer je gesehen hat. Der aufgeschlossenste? Was zum... Machst du dich über mich lustig? Nein, das ist es nicht. Ihr seid einfach so ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Oh Mann, entschuldige, dass ich gelacht habe. Der allergrößte Freigeist aller Weltmeere. Das ist wohl die perfekte Beschreibung für dich, Ruffy. Ich weiß einfach, dass du es schaffen kannst. Ich kann es nicht nur, ich werde Piratenkönig. Ja, das wirst du. Was für ein wunderschöner Traum. Ich wünschte, ich hätte einen so großen Traum. Immer noch nie. Können wir es immer noch nicht? 100. Nun gut. Hier los. Ich würde sagen, wir machen die hier erstmal ein bisschen fertig. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das hier einmal machen. Und dann kümmern wir uns um die beiden Quests und nehmen auch noch die anderen an. So weit ist das? 1500? Ach nee, er hat das ja nicht. Ach, stimmt, wo treffe ich die? Kirche in Saphirstadt. Sind wir zwar nicht gerade da, aber egal, holen wir eben ab. Dann würde ich sagen, nehmen wir die anderen Nebenquests einmal an, damit wir das schon mal haben und dann die Liste abarbeiten können. Du wirst diese Insel eines Tages verlassen, nicht wahr? Damit du deinen Traum, Piratenkönig zu werden, verfolgen kannst. Ich hoffe wirklich, dass du es schaffst, aber ich werde dich auch vermissen, wenn du weg bist. Du hattest wohl ziemlich großen Einfluss auf mich, aber weißt du, auch wenn für dich der Zeitpunkt kommt, um fortzugehen, werde ich nicht Lebewohl sagen. Denn das wird nicht das Ende sein. Egal wie viele Jahre es dauert, eines Tages möchte ich dich wiedersehen. Jo, so nett. Nett von der Jan, ne? So, jetzt würde ich sagen, einmal nach Rubindorf die Quest annehmen. Glaube ich, muss weiter in die Richtung, ne? Ja. Da lang. Sabo! Jo. Hey, Ruffy. Sabo, was machst du denn hier? Ich stelle Nachforschung über die Routen der Waffenschmuggler an. Das habe ich dir doch schon gesagt. Da bahnt sich was ganz Großes an und ich bin hier, um mich im Gefängnis umzusehen. Die meisten der Piraten sind wegen dieses Deals hier. Aber wenn du wegen der Waffen hier bist, was willst du in deinem Gefängnis? Irgendwann fingen sie an, jeden Piraten auf der Insel zu jagen und im Gefängnisturm einzulochen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Marine Piraten verhaftet, aber das Seltsame ist, dass zur selben Zeit der Schwarzmarkt für Waffen so richtig in Schwung kam. Da muss es einen Zusammenhang geben, zumindest sehe ich das so. Da könntest du recht haben. Aber da Koala und Hack hier sind, könnte ich eine Ablenkung gebrauchen. Das übernehme ich. Ich würde dir ja verbieten mitzukommen, aber du hast noch nie auf das gehört, was man dir sagt. Aber richte dir nicht zu viel Chaos an. Als erstes musst du die Wachen vor dem Gefängnisturm ablenken. In der Zwischenzeit schleiche ich auf anderem Weg rein. Danach sage ich dir über deine Teleschnecke, wie es weitergeht. Dann legen wir mal los. Ich verlasse mich auf dich. Ja, gut. Machen wir das mal, würde ich sagen. Wir
Beziehungsweise machen wir noch nicht, aber oh, schon wieder ist schon wieder was Neues. Aber die Quests nehmen wir noch an. Das machen wir jetzt. Hä? Animiert sich die ganze Zeit das Spiel hier. Hey Opa, wie läuft's denn so? Ach, wenn das nicht der junge Pirat ist, ist Jan heute nicht bei dir? Nö, ich bin allein. Ich schätze, sie ist nicht die Einzige, die das Grab ihrer Mutter besucht. In der Tat, immerhin wurde ihre Mutter von allen geliebt. Selbst die fanatischsten Marinebefürworter und Gegner beruhigen sich, wenn sie diesen Ort besuchen. Sie sprachen einfach über das Neueste von der Insel oder über ihre Familien und gehen dann friedlich nach Hause. Denkst du auch oft an das, was vor 12 Jahren war, Opa? Natürlich. Mich hat sie damals auch mit ihrer unerschöpflichen Energie verzaubert. Als die Dünersteine explodierten, starb sie, um die Insel zu beschützen. Alles klang so weit hergeholt, als ich zum ersten Mal von ihren letzten Momenten gehört habe. Seitdem ist eine Menge passiert. Alle gerieten in Panik, nachdem wir sie verloren hatten. Aber viele meinten, er würde uns anführen. Wenn du er sagst, dann meinst du... Natürlich Isaac. Im Moment ist er hier Gefängnisleiter. Oh, der Robotertyp. Wenn ich es mir recht überlege, war er am Strand irgendwie komisch. Weißt du was darüber, Opa? Am Strand? Ich fürchte, da kann ich dir nicht helfen. Im Wohnviertel im Süden von Stahlstadt findest du einen Insulaner, der vor 12 Jahren mit Isaac zusammengearbeitet hat. Wie ich höre, verdient er jetzt sein Geld damit, Fracht zur Marinebasis zu bringen. Warum schaust du nicht mal bei ihm vorbei? Mach ich, danke. Oh, machen wir aber auch Spaß. Jetzt geht's erstmal hier. So, wir wollen jetzt... Irgendwo hier. Nami. Luffy. Ruffy, Jan hat gesagt, sie will mit dir reden. Du solltest dir mal anhören, was sie zu sagen hat. Ich sage ihr, dass du am Strand hinter dem Korundplatz auf sie wartest. Okay. So, jetzt haben wir alle Quests angenommen, die hier so rumstanden. Und dann arbeiten wir die jetzt mal Schritt für Schritt ab. Dass Jan mit ihm sprechen möchte und geht vor dem Treffen am Korundplatz zu. Und hinterm, das machen wir später. Das ist Abo. Isaacs Bekannten suchen, das machen wir jetzt. Wo ist der denn? Mein Kater meinte wieder Blödsinn zu machen hier. Nicht runterschießen. Bitte, danke. Boah, das war nicht die Richtung, die er sollte.
Wow, das war knapp. Ich habe nicht auf das Wasser geachtet. Okay. Als 6 Bekannten suchen. Am Kuchen. Nee, das ist das nicht. Das hier. 6. Mehr steht hier aber auch nicht, ne? Sah das vielleicht? Hallo. Bist du Isaacs? Bist du ein Freund vom Robotertyp? Robotertyp? Du meinst Isaac? Du hast vor 12 Jahren mit dem Robotertyp zusammengearbeitet, stimmt's? Erzähl mir, was damals passiert ist. Isaac war seiner Mutter vom Verstand und von den Führungsqualitäten her immer ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Wir waren wie gelähmt vor Angst, als die riesige Flotte der Piraten auf uns, auf unsere Insel zukam. Aber wir hatten ja auch Isaac und nicht nur seine Mutter. Als der Kampf losging, haben wir uns fest auf sein Köpfchen verlassen. Hm, echt? Aber dann ist es passiert. Was denn? Entschuldige, darüber will ich nicht reden. In Topazminstadt solltest du einen Mann finden, der weiß, wie das vor 12 Jahren alles ausgegangen ist. Frag ihn doch mal danach. Versuch einfach, ihn nicht zu provozieren. Ich habe gehört, er ist ein extremistischer Marinegegner und bis an die Zähne bewaffnet. Alles klar, danke. Nach Topazminstadt. So, suchen wir den mal. Ist an die Szene bewaffnet, bist du das? Bist du der Typ, der weiß, was vor 12 Jahren passiert ist? 12 Jahren? Oh, du meinst den Tod von Isaacs Mutter. Isaac wäre fast an den Verbrennungen gestorben, die er sich beim Versuch zugezogen hat, seine Mutter zu retten, nachdem sie sich selbst in die Luft gejagt hatte. Er war ein ganz anderer Mensch, als er zurückkam, ganz zerschunden und verbrannt. Und er sah uns und die Insel an, als wären wir einen Schandfleck. Danach ist er verschwunden. Ich kann es kaum glauben, dass er als Gefängnisleiter zurückgekommen ist. Was weißt du noch von seiner Rückkehr? Hm, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Frag jemand anders. Er kam im Heikumhafen an. Es gibt bestimmt jemanden, der sich an den Tag seiner Rückkehr erinnert. Okay. Hin und her gelatsche. Weise geporte. Gelade. Wegen Ladezeiten und so. So. Du was gesehen? Nee. Aber du. Hey, weißt du noch was von dem Tag, als der Robotertyp auf die Insel zurückkam? Robotertyp, du meinst Isaac? Natürlich erinnere ich mich. Er kam mit einer Eskorte der Marine und machte ein ziemlich wichtiges Gesicht. Ich weiß nicht, welche Aufgaben der Gefängnisleiter hat, aber ich bin sicher, er wird uns alle Piraten vom Hals schaffen. Ja, leck mich doch am Kiel, du Marinedepp. Ich weiß noch genau, was an dem Tag passiert ist. Von diesem Schiff aus hat er mit eiskalten Augen auf die Insel gestarrt. Wir haben immerzu über den Verräter der Insel geredet und dass er jetzt wieder da war. Was hast du gerade gesagt? Du musst das mal von Isaacs Standpunkt aus sehen. Er gibt sein Bestes, um die Insel zu beschützen. Die Insel beschützen? Wohl eher um seine eigene Haut zu retten. Er verhökert die Insel und füllt sich selbst die Taschen. Warte nur, du Elend. Willst du dich mit mir anlegen? Hey, nicht handgreiflich werden. Ihr Typen seid echt lästig. Der Robotertyp war am Strand bei Bernsteinhafen irgendwie komisch. Hm, das ist in der Nähe der Stelle, an der die Dünersteine in die Luft geflogen sind. An dem Strand hat Isaac vergeblich versucht, seine Mutter aufzuhalten. Dort hat sie auf dem Meer ihr Leben verloren. Vielleicht muss er an sie denken, wann immer er aufs Meer hinaussieht. Der Idiot. Idiot? Er denkt nicht an seine Mama. Wenn er es täte, würde er nie sagen, dass er das Meer hasst. Und was denkst du, woran er denkt? Woher soll ich das wissen? Ich muss ihn definitiv ordentlich vermöbeln. Wir sehen uns, Leute. Definitiv, ne? Jetzt mal zum Strand. Er hat ja sowas gesagt, von wegen, wenn er auf dem... dass er das Meer hasst, als wir ihn da das letzte Mal getroffen haben. Hatte er gesagt.
Ups. Ich bin echt froh, dass wir unser Gebiet wieder haben. Ich auch. Und das verdanken wir nur Strohhut. Waffi, wir können dir nicht genug dafür danken, dass du uns unser... Beweg dich! Hä? Robotertyp. Werd dich so gründlich vermöbeln, dass du... So gründlich, dass du... Da bist du. Willst du nicht deinen Roboter benutzen? Was willst du? Ich bin hergekommen, um dich zu vermöbeln, aber ich hab's mir anders überlegt. Warum bist du dann hier? Du hast gesagt, das Meer sei langweilig und unveränderlich, stimmt's? Stimmt, das ist es. Oh, Duffy, willst du es für mich verändern, damit ich mich daran erfreuen kann? Ich bin nicht derjenige, der das Meer für dich ändern wird. Das dachte ich mir. Sondern Jan. Was hast du gesagt? Du hast mich schon verstanden. Das alles? Yep. Ich freue mich schon drauf. Gudas. Okay. Gucken wir mal wegen den Fertigkeiten. Die können wir hier jetzt Sätze machen. Damit ist unser Gear 4 so gut, wie es nur geht. Ja. Sagen, den Rest sparen wir uns erstmal. In Fertigkeitspunkten. Wie sieht das denn mittlerweile mit dem Karma aus? Geht. Ach, das wird bestimmt Sakazuki sein, ne? Gehe ich jetzt mal einfach so von aus. Naja, das werden wir sehen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Super. Ruffy hört von Nami, dass John mit ihm sprechen möchte und geht vor dem Treffen am Kurenplatz zu. Ja, das will ich aber dann eigentlich auch direkt vor dem Treffen machen. Gut, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, am besten vielleicht hiermit, ja, mache ich einmal eine kurze Pause, weil ich, ja, ich muss einmal so 5 bis 10 Minuten weg. Ich komme sofort wieder. Wir sehen uns dann gleich wieder.